Und da sind wir schon bei der nächsten Station. Es gibt die Schuhe. Welche sind das? Ja, das sind super Schuhe, Derek-Schuhe, speziell für den Winter. Zeigst du uns mal? Ja. Schauen wir so aus. Blaue. Letztes Jahr hat es schwarze gegeben, heuer ein anderes Modell. Wieder ein bisschen geändert mit Klettverschluss, letztes Jahr mit Reißverschluss. Und ja. Ich glaube, da gibt es jemanden, der was Kundschaft. Ja, Kundschaft, genau. Kundschaft wartet Severin Freund. Dann bringen wir jetzt den Schuh, dass er den probieren kann. Severin, wenn du vergleichst, so immer von Jahr zu Jahr, ändern sich die Sachen gewaltig oder sind es vor allem die Farben? Ah, es wird immer ein bisschen besser, aber es bleibt natürlich trotzdem so ein bisschen die Grundausstattung, Grundstil bleibt. Aber ist ja auch was Gutes. Dann kann man sich darauf verlassen, dass man wieder was Gescheites kriegt. Was taugt dir jetzt an den Schuhen ganz besonders? Dass sie warm sind. Das ist wichtig. Die sind bei uns eigentlich nur unten nach dem Sprung. Wenn man Sprungschuh auszieht, den Schuh rein, dass man warm bleibt. Und kannst du mir mal eine Nummer größer geben? Also eine halbe. Was hast du normalerweise für Schuhgröße? UK 8,5, also 42, irgendwas. Und das ist jetzt ein größerer schon? Nein, das ist noch genau der. Aber ich habe mir gerade gedacht, vielleicht mit Anzug, dicke Socken im Sprungschuh nehmen wir ihn ein bisschen größer. Wärmesohlen kann man auch noch rein machen, deswegen. Das ist total fix. Normalerweise bei Winterschuhen, das dauert immer ewig, bis du es anhast, gell? Ja, na, das geht super schnell. Und sind die auch bequem, also wenn du jetzt länger unterwegs bist dann? Ja, freilich. Nimmst du die privat auch? Vielleicht, wenn es mal auf eine Schneewanderung geht, aber da haben wir im Winter nicht so wahnsinnig viel Zeit. Das kommt dann irgendwann später. Super, also auch dieser Karton ist eingepackt, Mützen sind da, Schuhe sind da. Was hast du sonst schon so alles eingepackt? Jacken haben wir schon. Jetzt muss ich dann einen Handschuh holen. Auf der einen Seite ist natürlich die Ausstattung, auf der anderen Seite Auto braucht es ja natürlich auch. Du warst beim Audi Experience Day auch dabei. War sehr, sehr lässig. Beschreib mal ein bisschen, was war da? Ja, wir haben halt so ein bisschen Gefahrensituationen nachgestellt, mal mit Ausweichen, mit Ausbrechen vorne, hinten. Also es war echt ziemlich lässig, weil ja, du hast zwar das Auto, was saugut geht, aber du kannst das halt trotzdem nicht auf einer normalen Straße, probierst das nicht so aus. Und da war es schon cool, dass man das mal unter Laborbedingungen und dann natürlich auch gesagt kriegt, was hat man jetzt falsch gemacht und was geht besser. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, du bist viele, viele, viele Kilometer auf der Straße. Wenn du jetzt vergleichst beim Audi Experience Day, wie viel mehr hast du gelernt zu dem, was du eh schon fahrerisch drauf hast? Boah, sehr viel. Vor allem halt in viel kürzerer Zeit, weil wenn jemand neben dir hockt, der dir sagen kann, was genau machen musst, und wenn du mit jemandem mitfährst, wo du es genau spürst, was er macht, das ist schon mal was ganz anderes. Und man hofft zwar, dass man nie in eine Situation kommt, wo es wirklich zum Anwenden wäre, aber ich glaube, wenn es wäre und man weiß, was man tun muss, ist es schon mal ein großer Vorteil.